Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind jetzt im dritten Level des Spiels angekommen. Wie man sehen kann, wir haben wieder keine Karte. Level 2 haben wir recht gut abgeschlossen, außer diesem geheimen Weg, der von Level 3 hochzuführen scheint oder runterzuführen. Wir klettern ja nach oben mehr oder weniger durch den Dungeon. Und auch hier fehlt uns noch etwas, wo wir später scheinbar hinkommen. Ja, ich habe ein bisschen gespickelt, was das angeht. Aber ja, dass wir so gute Fortschritte machen, ist doch schon mal sehr gut. So, wir sind in Level 3 angekommen. Wir machen jetzt erstmal die Tür auf. Ich mag diesen Ort nicht. Wir sind tief im Dungeon, zumindest weit weg von unseren Quartieren. Selbst wenn wir der Oberfläche näher kommen. Offensichtlich sind das die Katakomben. Hier sind die Sklaven begraben, die diesen Dungeon gebaut haben. Verrotten lassen durch Nagetiere und Insekten fressen lassen, das trifft es wohl eher. Sie wurden nicht ordentlich bestattet. Technisch gesehen sind sie mehrere Dutzend Meter im Erdboden begraben. Und dann wurden sie durch einen Nekromanten wieder ins Leben gerufen, um diesen Ort auf ewig heimzusuchen. Wir sind einigen schon begegnet und es werden auch nicht die letzten gewesen sein. Richtig, lass uns gehen, es gibt kein Zurück mehr. Jo. Das sieht schon mal nach einer sehr unschönen Ecke aus. Okay. Das sieht richtig ungemütlich aus. Ach ja, Jemene. Wow. Oh, hi. Dich kennen wir ja noch. Nur, dass du jetzt ein Level 3 Beobachter bist, was nicht ganz so nett ist. Oh, jetzt habe ich ihn zu früh unterbrochen. Das kann ins Auge gehen. Aber noch leben wir. Den Feuerbolzen können wir allerdings parieren. Dann kriegen wir den Schwanzschlag ab, der auch böse Schaden macht. Mehr Heilung wäre nicht schlecht. So. So, und das hat Serikal sogar sein Level abgegeben. Sehr schön, dass er das auch gleich gekriegt hat. Okay. Versengung verstärken wir eine Sache. Reduziert die Zeit von Zauber von Frostbolzen, Feuerball und Arcanis Bersten. Ja, das würde ich eher nochmal nehmen. So, gedroppt hat der leider nichts. Hier liegt aber ein Amulett. Ausdauer, Trefferchance, Crit-Chance. Ach, nehmen wir es mal mit, bis ich mir überlegt habe, wem ich es geben soll. Oh, er hat doch was gedroppt. Ausdauer, Stärke, Crit-Chance. Das ist Schmuck. Hm. Du hast bereits Schmuck. Du hast noch keinen Schmuck als einziger. Ausdauer, Stärke, Crit, Chance. Ja, okay, dann kriegst du das. Mehr Lebenspunkte für dich. Weil du hast hier Stärke und Ausdauer. Hm. Nee. Tauschen wir gerade mal. Ah, so kann ich einfach tauschen, indem ich zwischen den Porträten hin und her schiebe. Das ist gut. Da kriegst du nämlich ein paar der Lebenspunkte da vorne. Und ja, das fand ich hier sehr interessant mit dem.
Bogenschützen. Oh. Dass die jetzt aufstehen können, das macht das Ganze noch viel böser irgendwie. So, bolz den bitte noch um. Jeder könnte sehen so aus, als ob sie aufstehen können. Das sind Skelettsoldaten. Sogar. Und sie droppen sogar was. Hey. Wie nett von euch. Ich sollte mir natürlich auch angucken, was das ist. Aufmerksamkeit und Ausdauer. Wäre besser als das Teil hier. Und würde ihr mehr Lebenspunkte bringen. Sehr gut. Ja, beim Zauberstab bin ich mir halt noch nicht ganz so sicher. Oh, da stehen nochmal zwei auf. Okay. Machen wir die auch noch gerade tot. So. Der Hebel sieht aus wie ein Weg zurück, also eine Abkürzung zurück. Aber so wie es aussieht, war das alle hier in dem Raum. Hier geht es nur eine Treppe nach oben. Tränke, die nehme ich immer gerne mit. Okay, zwei von denen. Mit denen können wir uns auch gut anlegen. Denke ich mal. Da hinten streift was umher, aber das will noch nichts von uns. Ich habe aber das Gefühl, uns beschießt was von der Seite. Sehe aber nichts, was uns hier von der Seite beschießt. Doch, da ist was von an der Seite, das uns beschießt. Die da. Ich hätte hinter mich gucken sollen. Und schade, jetzt bin ich jetzt weggelaufen, gegolten. Das gibt nämlich ein Achievement, dass wenn man eine Ebene lang nicht aus dem Kampf flieht. Also ein Steam Achievement. Aber dadurch, dass die Augen weggegangen sind auf mir, war ich aus dem Fight raus. Ausdauer, Rüstung, Hast. Klingt nach was für unseren Magier, weil es ist auch ein Roben, ein Stoffteil, oder? Ja. Ne, wir gehen mal da runter. Okay. Ein Mana-Trank. Oh, die haben mich bemerkt. Auch gut. Ich
Aber da das nur normale Skelettsoldate sind, kann ich die gut platt machen. Und sie lassen einen Ring fallen. Stärke, Ausdauer. Da höre ich was latschen. Oh, zwei Skelettkriegsherren. Ja. Machen wir den auch bitte platt. Und weg ist er. Gut. Also, von da bin ich gekommen. Hier geht's noch runter. Das war die andere Treppe runter, die ich vorhin gesehen habe. Zwei Heiltränke, das ist immer gut. Hier scheint nichts zu sein. Das sieht interessant aus. Oh! Das wiederum finde ich gut. Da geht's lang, da geht's hoch, da sind wir noch nicht gewesen. Hier ist nichts in den Nischen. Ja, das ist der Weg zurück. Genau. Jetzt sind wir wieder in dem Raum. Ja, wie man hier zurückkommt, ist die gute Frage. Weil hier bin ich einfach nur durchgerannt, weil auf einmal die Türen links und rechts aufgegangen sind. Und ich glaube, Magier, also Skelettmagier, rausgekommen sind. So. Das sieht nach einem Raum aus, wo Gegner aufstehen. Und hier geht's in den großen Raum. Gucken wir erstmal den kleinen Raum uns an. Ja, hier sind definitiv Skelette, die aufstehen, nämlich die da. Schön, dass wir die Karte so schnell gefunden haben. Sind das die einzigen, die jetzt aufgestanden sind? Ja. So, noch dich wegmachen. Dann kannst du dir gerade mal den Heilzauber sparen. Hier kommen wir nur rein, wenn wir einen Schlüssel haben, einen passenden. Willenskraft, Ausdauer, Rüstung, Stoffschuhe. Du hast schon welche mit Willenskraft und Hast. Dann kriegst du mal die und du kriegst die. So. Hier stehen sicherlich auch welche auf, nämlich die zwei hier. Was war denen so schön anzusehen? Und die sterben aber auch wenigstens relativ schnell. Eisenschlüssel, okay. Ist das der Schlüssel gleich für die Tür hier? Ja. Hm.
Ganz ehrlich, warum habe ich so das Gefühl, außer dass ich hier keinen passenden Schlüssel habe, dass die Särge aufspringen könnten? Aber ich habe hier eine Schriftrolle. Gut gemacht. Und dann machen wir das Ganze schwer. Lege mich unter ein Kohlebecken in einem leeren Raum in der Nähe drei Ruhen der Legenden. Ist damit das Becken hier gemeint? Hat das was gemacht? Nein. Scheinbar nicht. Oh, das ist der Raum hier gemeint, aber in den kommen wir noch nicht rein. Weil hier sind auf jeden Fall drei Särge, also ruhen hier drei Legenden. Gut, gucken wir uns hier weiter um. Da geht's nur wieder zurück, ja. Das heißt, wir gucken uns mal hier weiter um. Hier geht's nach da unten, da waren wir schon mal. Da war auch die Skelettpatrouille. Da geht's wieder in ein Kohlebecken. Da sind viele Flatterviecher. Ja. Gut, kämpfen wir. Dumm. Die dumm. Die dumm. So, machen wir es bei die kalt, dann die da oben. Wer hat hier eingesteckt? Sie kriegt meine Heilung. So. Damit bist du auch weg. Und ja, das führt hier hin. Gut. Lassen wir die Truppe erstmal ein bisschen regenerieren. Das führt eigentlich alles recht zentral in den Mittelraum hier. Huh? Oh, neues Viech. Oh, Spinnen. Karlöchen, Spinne, ey. Spinni, Spinni, Spinn, Spinn. Klar, was ist ein Dungeon Crawler ohne eine ohne eine Spinnenplage? Zum Glück scheinst du nur zu beißen. Ja. Lässt aber nichts Gutes hoffen. Also ja, das ist einmal ein Rundgang um diesen Raum hier. Jetzt bin ich nämlich wieder hier am Anfang. Hier komme ich von da aus nicht rein. Und hier war die Spinne. Ja, ich kann erstmal gucken, was hier unten ist. Was war hier? Hier waren die Särge. Achso, hier war der andere Raum, den ich noch gemieden habe. Hier ist ein Raum. Ja, komm, bevor wir uns mit den Spinnen anlegen, will ich mich erstmal in den anderen Bereichen umgucken. Oh.
Kurzschwert des Steins. Hm. Du machst 7 Schaden, du machst 9 Schaden. Willenskraft Ausdauer, das ist ja gut eigentlich. Oh, und wir haben sehr viel Heiltränke. Ah ja, hier war ja noch was. Stärke, Ausdauer. Willenskraft Hast, Ausdauer, Stärke und Ausdauer. Beweglichkeit, kritische Trefferchance und Trefferchance Bonus. Da würde ich fast sagen, kriegst du den hier.